Heinrich Himmler, Hitlers mächtigster Gefolgsmann. Der Führer der SS hat viele Gesichter. Er verbindet ungeheure Verbrechen mit okkulter Schwärmerei. Wer war er wirklich? Erstens, der Okkultist. In Himmlers SS ist Kultpflicht. Ganz oben stehen germanische Riten. Zweimal im Jahr feiert die Truppe die Sonnenwende. Wir fühlen den Pulsschlag der Jahrtausende. Nie soll die heilige Flamme in uns verlöschen. Himmlers okkulte Neigungen, sie beginnen in München nach dem Ersten Weltkrieg. Auf den Sturz der Monarchie folgt politisches Chaos. Viele suchen nach neuer Orientierung in längst vergangenen Zeiten. So auch der junge Heinrich Himmler, ein Student aus gutbürgerlicher katholischer Familie. Dieser Germanenkult hat eine ganz besondere Attraktivität, vor allem für junge Leute, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gehabt, weil die alte nationale Identität, so wie sie im Kaiserreich bestanden hatte, die war mit dem Ende des Krieges eigentlich zerstört. Und man begab sich nun auf der Suche nach den Wurzeln des Deutschtums. Und viele fanden solche Wurzeln in bestimmten Mythen, also etwa in dem Mythos, dass es in grauer Vorzeit einmal ein herrliches, großartiges germanisches Reich gegeben hätte. Himmler will es wiederbeleben. Dafür tritt er einer rechtsradikalen Partei bei, der NSDAP. Wenige Jahre später leitet er die Schutzstaffel, abgekürzt SS. Sie dient als persönliche Leibgarde für Hitler und andere prominente Parteiredner. Himmler will aus ihr eine hitlertreue Truppe machen, eine Speerspitze der Partei. Adolf Hitler! Er hat Erfolg. Tausende treten der SS bei. Psychologisch betrachtet, was am meisten verfängt, ist wahrscheinlich der Reiz, zu einer Elite zu gehören. Also, man gehört zu den Besten, den Härtesten, denen, die am meisten aushalten. Eine Elite, die zu allem bereit ist. Nach der Machtergreifung wird Himmler im März 1933 Polizeichef in München. Seine erste Maßnahme, die Errichtung des Konzentrationslagers Dachau. Die SS wird Hilfspolizei. Kritiker des neuen Regimes werden hier willkürlich weggesperrt. Das gefällt Hitler und anderen NS-Größen. Nach und nach übernimmt Himmler den Befehl über die Polizei in ganz Deutschland. Die SS wird zum Sicherheitsapparat der neuen Diktatur. Himmler nutzt die neue Macht für seine persönlichen Neigungen. Er macht die SS zum Zentrum des Germanenkultes im Dritten Reich. Besuch einer von der SS finanzierten Grabungsstätte. Himmler forscht nach Überresten der altgermanischen Kultur. Sie wiederzubeleben, ist für ihn die historische Mission des Dritten Reiches. Die SS finanziert sogar Expeditionen in Südamerika, die nach dem untergegangenen Atlantis suchen. Waren seine Bewohner vielleicht Vorfahren der alten Germanen? Himmler hält es für möglich. Er verfolgt viele Spuren gleichzeitig. Die SS sendet verdeckte Ermittler in deutsche Bibliotheken und Archive. Sie verfolgen eine andere, vermeintlich heiße Fährte zu den alten Germanen. Hexenprozesse. Himmler folgt einer damals populären These. Waren die Hexen in Wirklichkeit weise Frauen, die von der christlichen Kirche wegen ihres germanischen Glaubens verfolgt wurden? Eine These mit Sprengkraft.
denn sie erklärt das Christentum zum Feind der germanischen Kultur und Rasse. Himmler glaubt sich damit in Übereinstimmung mit Hitler. Doch der reagiert auf solche Äußerungen ungehalten. Es gibt eine Äußerung von Hitler aus den 30er Jahren, Himmler sollte doch mit dem kultischen Unfug aufhören. Der sogenannte Führer wusste sehr genau, dass es aus der Sicht des Regimes außerordentlich gefährlich war, die Partei in eine allzu aggressive Stellung gegenüber den Kirchen zu bringen. Himmler muss seine Thesen für sich behalten. Immerhin stoßen seine Forscher auf eine Margret Himmler aus Markelsheim, die 1629 als Hexe verbrannt wurde. Sie sei möglicherweise eine Ahnfrau Himmlers. Ob er selbst daran glaubt, ist nicht bekannt. Ehrgeiz oder Ideologie? Was hat Himmlers Aufstieg mehr bestimmt? Es wäre ganz falsch, ihn als jemand zu sehen, der Gefangener seiner eigenen Ideologie gewesen wäre. Er war im Gegenteil stets in der Lage, fast immer in der Lage, Realpolitik, Machtpolitik mit Weltanschauung auf eine höchst effiziente Weise zu verbinden. Und die Frage, was am Anfang stand, seine machtpolitischen Ambitionen oder sein weltanschaulicher Fanatismus, das ist so eine Frage wie die nach dem Huhn und dem Ei. Zweitens, der Rassekrieger. Ein Grundpfeiler der NS-Weltanschauung ist die Rassenideologie. Welche Rolle spielt sie in seinem Privatleben? 1934 bezieht Himmler ein Haus im schicken Berliner Vorort Dahlem. Der Erfolg hat sich bezahlt gemacht. Bei ihm sind seine 7 Jahre ältere Frau Margarete Boden, eine Krankenschwester und die gemeinsame Tochter Gudrun. Anfang 1937 tritt eine neue Frau in Himmlers Leben ein. Die 26-jährige Kaufmannstochter Hedwig Potthast wird Himmlers Privatsekretärin. Rein äußerlich hatte sie ganz klar den Altersvorteil. Sie scheint sehr hübsch gewesen zu sein. Sie war 12 Jahre jünger als Heinrich Himmler, sprich 17 Jahre jünger als Marga Himmler. Sie war vom Typ her einfach auch ein ganz anderer Mensch. Die klassische Geschichte. Der Chef und seine Sekretärin. Nur Himmlers engste Umgebung ist eingeweiht. Seine Frau erfährt erst Jahre später davon. Für die neue Liebe denkt Himmler nicht an Scheidung, auch nicht an Trennung. Er bevorzugt eine andere, germanische Lösung für sein Dilemma. Er hat versucht, die Idee einer Zweitehe in der SS regelrecht zu propagieren. Er meinte, dass es für einen germanischen Mann, so wie er sich sah, durchaus angemessen war, wenn die erste Frau, zumal sie älter war, ein gewisses Alter erreicht hatte, dass er sich dann einer Jüngeren zuwenden durfte. Und er hat genau dieses Rezept auch innerhalb der SS propagiert. Im Herbst 1939 geht er mit diesem Gedanken an die Öffentlichkeit. Beim Überfall auf Polen sind auch Einheiten der neuen Waffen-SS dabei. Aus der Sicht des selbsternannten Rassezüchters ist der Krieg kontraproduktiv. Denn hier fallen die Tapfersten, die Besten, die Elite zuerst, meint Himmler. An alle Einheiten der SS ergeht daher der sogenannte Zeugungserlass. Die SS-Männer sollen dringend für Nachwuchs sorgen. Für deutsche Frauen könne es jetzt auch außerhalb der Ehe eine hohe Aufgabe sein, Mütter der Kinder ins Feld ziehender Soldaten zu werden. Dieser sogenannte Zeugungserlass, Himmlers, wie man ihn dann nannte, stieß im Offizierskorps auf sehr große Ablehnung. Es wurde der Eindruck erweckt, als habe Himmler in diesem Befehl die Soldaten aufgefordert, ganz systematisch ihre Ehefrauen zu betrügen. Und er wurde gezwungen, in einer öffentlichen Erklärung diesen Erlass richtigzustellen. Nur privat kann Himmler seine Zuchtfantasien umsetzen. In der Klinik Hohenlüchen bei Berlin bringt Hedwig Potthast im Februar 1942 einen Sohn zur Welt. Helge Potthast. 2 Jahre später folgt eine Tochter. Seine geheime Zweitfamilie
bringt Himmler in einem abgelegenen Forsthaus unter. Ich denke, dass das für sie eigentlich nur deswegen auszuhalten war oder akzeptabel war, weil sie auch so stark von dieser Idee überzeugt war, dass es wichtig sei, Kinder zu bekommen um jeden Preis für dieses System. Himmler verklärt den Ehebruch zur rassischen Pflicht. Aber er wagt nicht den offenen Bruch mit der bürgerlichen Moral. Den Preis dafür bezahlt seine Geliebte, die geheim bleiben muss. Drittens, der Jahrhundertverbrecher. An diesem Ort will Himmler die Welt neu ordnen. Die Wewelsburg bei Paderborn. Mit dem Renaissanceschloss der Fürstbischöfe von Paderborn hat Himmler große Pläne. Das angrenzende Dorf soll einem riesigen SS-Komplex Platz machen. Ein Rückzugsort für die Führer des SS-Imperiums. Das soll jetzt gigantisch ausgeweitet werden. Zu diesem Zweck beruft Himmler im Juni 1941 die höchsten SS-Führer auf die Wewelsburg. Er will sie auf einen Plan einschwören, der alle bisherigen weit übertrifft. Der Wahn seiner Jugendzeit. Jetzt soll er schreckliche Realität werden. Himmler plant im Sinne Hitlers ein großgermanisches Reich. Es soll reichen von der Nordsee bis ans Kaspische Meer. Die unterworfene Bevölkerung im Osten soll versklavt oder ermordet werden. Im Juni 1941 beginnt die Umsetzung, der Überfall auf die Sowjetunion. Hinter der Front machen Einheiten der SS Jagd auf alle Juden. Der Beginn des Holocaust. Doch wer gab den Befehl dafür? Und wann? Seit Jahrzehnten sucht die Forschung nach einer Order Hitlers für den Massenmord an den Juden. Bislang vergeblich. Der Historiker Peter Longerich hat dafür eine Erklärung. Er hat Himmlers Tätigkeit in den entscheidenden Monaten genau rekonstruiert. Aufgefallen ist mir, dass Himmler im Sommer und Frühherbst 1941 eine außerordentlich rege Reisetätigkeit in die neu besetzten Ostgebiete entfaltet hat. Und es ist sehr auffällig, dass immer dann oder fast immer dann, wenn er an einem Ort erschienen ist, die Zahl der anschließend erschossenen Opfer, vor allen Dingen Juden, sprunghaft angestiegen ist. Beispiel 1. Am 31. Juli besucht Himmler das Einsatzkommando 3 in Riga. Kurz darauf steigt laut SS-Bericht die Zahl der Morde in der Umgebung sprunghaft an. Auch jüdische Frauen und Kinder, bislang verschont, werden jetzt erschossen. Beispiel 2. Krivoj Rog. Die SS-Einheit in der ukrainischen Stadt hat bis Oktober 1941 noch keine jüdischen Frauen und Kinder ermordet. Kurz nach Himmlers Besuch am 4. Oktober kommt es zu einem Massaker. Am 20. Oktober wird Krivoj Rog judenfrei gemeldet. Himmler ist der Mann, der die Einsatzgruppen und die anderen Mordkommandos der SS dazu angehalten hat, die Exekutionen, die seit Beginn des Krieges an der Tagesordnung waren, Exekutionen vorwiegend von jüdischen Männern, nun auszudehnen auf die gesamte jüdische Zivilbevölkerung in der Sowjetunion, sodass nicht Tausende und Zehntausende, sondern Hunderttausende von Menschen im Laufe der zweiten Jahreshälfte 1941 erschossen wurden. War es also nicht Hitler, sondern Himmler, der den Holocaust befahl? Nicht ganz. Longerich glaubt, ohne Hitlers Zustimmung hätte Himmler dies nicht gewagt. Aber hat er den Wunsch des Diktators vielleicht selbsttätig vorweggenommen? In einer geheimen Rede von 1943 spricht Himmler eindeutig in Ich-Form. Ich habe mich entschlossen, auch hier eine ganz klare Lösung zu finden. Ich hielt mich nicht für berechtigt, die Männer auszurotten und die Rächer in Gestalt der Kinder groß werden zu lassen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Es scheint so zu sein, dass er sich
durch entsprechende Signale, die er durch Hitler bekommen hat, ermächtigt fühlte, diesen Schritt in eigener Verantwortung zu übernehmen. Natürlich waren sie sich in dem Endziel, nämlich in der Vernichtung der europäischen Juden, vollkommen einig. Nur das System funktionierte so, dass Hitler eher allgemeine Weisungen, Signale ausgab und dann darauf wartete, wer von seinem Führungspersonal der Erste war, der diese Signale aufgriff und mit einem konkreten Programm aufwartete. Insgesamt fallen 6 Millionen Juden diesem Rassenwahn zum Opfer. Das Werk von Wahnsinnigen? Menschen, die ganz ungewöhnlich grauenvolle Dinge getan haben, da ist die Verlockung sehr groß, zu glauben, sie haben das getan, weil sie in irgendeiner Weise psychisch gestört sind. Aber das ist seine historische Mission. Und innerhalb dieses Weltbildes handelt er ja nicht irrational oder pathologisch. Innerhalb dieses Weltbildes handelt er vollkommen rational. Im Frühjahr 1945 überrollen die Panzer der alliierten Sieger Deutschland. Himmler taucht unter. Zur Tarnung rasiert er sich den geliebten Oberlippenbart ab und setzt eine Augenklappe auf. Als letzten Ausweg trägt er ständig eine Cyan-Kali-Kapsel bei sich. Ich glaube, dass man sein Verhalten in den letzten Wochen seines Lebens tatsächlich als einen Zusammenbruch beschreiben kann. Er ist weder in der Lage, noch einmal die letzten Machtmittel, die immer noch verblieben waren, zu sammeln für einen letzten finalen Widerstandsakt. Noch ist er in der Lage, irgendeiner Weise eine Politik einzuschlagen, die aus seiner Sicht über das Kriegsende hinaus weisen würde, eine symbolische Geste zu unternehmen. Er versucht einfach, noch ein paar Tage länger zu leben und er ist im Grunde genommen ratlos. In einem Haus in Lüneburg kommt es am 23. Mai 1945 zum letzten Akt. Himmler hat sich nach seiner Gefangennahme zu erkennen gegeben und zerbeißt die Cyan-Kali-Kapsel, die er im Mund versteckt hielt. Kurz darauf ist er tot. Wenn ihr mehr über den Nationalsozialismus erfahren wollt, haben wir euch hier ein Video verlinkt. Abonniert unseren Kanal, damit ihr keines unserer Videos mehr verpasst.